Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, wir haben in der letzten Folge ja schon gesagt, dass ich gerne Schluckauf habe und dass wir der Hauptstory nun weiter folgen. Wir sind jetzt hier oben, keine Ahnung, in Khet Bardu. Da haben wir zwei Städte mittlerweile auf dem Weg gefunden und wir sind gar nicht so weit entfernt von unserem Ziel. Deswegen werde ich da jetzt direkt mal eben Können zu wir denn Fuß nie hinlaufen. Frieden finden? Die ganze Nacht wird geschrien und geflucht. Man sollte ihn aus der Stadt jagen. Um wen geht's? Wahrscheinlich um den oder die, ich weiß es ja nicht, den ich jetzt sprechen muss. Hallöchen. Nun, Aufwachen. er atmet noch. Da hat er Glück. Ja, der kommt mir so bekannt vor irgendwie. Was ist hier passiert? Der alte Mann dort. Er behauptet, ein Horadrim zu sein, trinkt aber wie ein Ochse. Dachte ich mir. Er kam vor ein paar Tagen in die Stadt und suchte nach einem Diener der Dämonin Lilith, einem fahlen Mann. Ihm hat wohl nicht gefallen, was er vorfand. Ich verstehe. Den Rest übernehme ich. Wer seid ihr? Wir haben uns in den zersplitterten Gipfeln getroffen. Ich sah seinen fahlen Mann in einer Vision. Man glaubt es kaum. Genug. Er gehört euch. Bleibt mir nur beide von der Flasche fern. Ich habe ein kleines Wölfchen hinten drauf. Natürlich bleibe ich von der Flasche fern. Hallo? Es sei denn, es ist eine Milchflasche. Die müsste mein Kleiner dann brauchen. Je nachdem, wie groß der ist. Verdammte Höllen, was wollt ihr? Ich sollte euch hier treffen, Lorat. Erinnert ihr euch? Natürlich erinnere ich mich. Es überrascht mich nur, dass ihr nicht tot seid. Gebt mir die Flasche. Was ist euch zugestoßen? Ich wurde angegriffen. Sieht man doch. Von Alkohol in rauen Mengen. Eingeflößt durch meine eigene tückische Hand. Und womöglich war da auch ein Kampf mit einer Ziege um diesen Schlammfleck. Ich glaube, ich war siegreich. Lorat, wer ist der fahle Mann? Der fahle Mann war Horadrim. Horadrim? Dann müsst ihr ihn kennen. Einst dachte ich das. Er trägt den Namen Elias. Er war mein Lehrling. Er war es, der Lilith nach Sanctuario brachte. Möglicherweise habe ich die Neuigkeit nicht gut aufgenommen. Was müssen wir tun? Ihn finden? Herausfinden, was er getan hat? Und ihn dann töten. Hör zu, hier. Irgendwo hier ist eine Frau. Sie hat ein paar Nachrichten, die wir brauchen. Und ich bin gerade niemandem eine Hilfe. Könnt ihr sie suchen? Es wurde schon genug Zeit vergeudet. Seht euch im Gasthaus um. Fragt, ob sie vom Kloster von Orbey gehört hat. Mache ich. Was mir nur gerade aufgefallen ist, warum haben meine fliegenden Skelette hier eigentlich jetzt diese komischen, ja, Kugeln um sich rum? Das ist auch hier das Gasthaus, ne? Wir sind ja so schlau und markieren immer die Wege. Zumindest seitdem ich rausgefunden habe, dass das überhaupt funktioniert. Weil so findet man die Sachen in der Regel schneller. Ihr habt euer Ziel. Ach, da unten. Lorat hat mich geschickt. Habt ihr vom Kloster von Orbei gehört? Nein, kein Wort von Orbey. Genau wie gestern und vorgestern. Aber ich habe etwas anderes. Gerüchten zufolge zog vor einiger Zeit ein fahler Mann durch die Abaru-Schluchten. Ein furchterregender Kerl, ganz in Schwarz. Nach Lorats Auftritt letzte Nacht wird er das sicher wissen wollen. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich meine, das ist ja jetzt nicht schwer.
Ich weiß immer noch nicht, warum da diese komischen Ketten manchmal angezeigt werden. Ist doch klar, dass sie zu mir gehören. Oder sehen wir hier noch einen anderen Totenbeschwörer? Hä? Hä? Tekrin hatte keine Nachrichten, aber... Merkwürdig. Ich schrieb dem Kloster von Orbey am Tag meiner Ankunft. Der Abt hätte mittlerweile antworten müssen. Tekrin sprach von einem Gerücht. Ein fahler Mann soll in der Nähe der Schluchten gesehen worden sein. Die Schluchten? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Wir brechen sofort auf. Ah, aber wir können Orbey nicht unbeaufsichtigt lassen. Verdammt, ich gehe zur Schlucht. Ihr könnt mich dort treffen oder zum Kloster gehen. Bisher wirkt ihr recht verlässlich. Beweist mir nicht das Gegenteil. Ja, was soll man da sagen? Er ist natürlich schwer enttäuscht. Und ich glaube, wir haben die Quest hier abgeschlossen. Ja, ist eigentlich logisch. Wir haben quasi zwei neue bekommen. Was wolltet ihr vom Kloster von Orbey? Die Gelehrten von Orbey widmen ihr Leben dem Studium verbotenen Wissens. Um dem Licht zu dienen, müssen wir die Dunkelheit kennen. Oder eine ähnliche hohle Phrase. Ich habe dem Abt geschrieben, um mehr über Lilith zu erfahren. Sein Schweigen ist höchst ungewöhnlich. Der Mann hört sich gerne selbst reden. Das tue ich auch, deswegen bin ich auf diesem Channel. Warum sollte Elias Lilith beschwören? Ist er verrückt, meint ihr wohl? Elias war ein außerordentlicher Magier. Er wagte sich durch Feuer und Unrat, um die Wahrheit zu suchen. Und er fand sie auch oft. Welche Wahrheit er auch in Lilith gefunden hat, nur er kann sie erklären. Das triggert mich so ein bisschen, weil ich kenne das Wort nur von Elias. Ich meine, hieß so Elias. Von der absolut wahnsinnig geilen Serie Person of Interest. Wieso sage ich immer Pinterest, wenn ich Person of Interest meine? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach bekloppt. Oder es macht wirklich das Wetter, weil wir haben ja immer noch fast 30 Grad und naja. Trifft Lorat in der Schlucht oder... Hallo, bleibst du mal da? Reist zum Kloster von Orbey, um mit dem Abt zu sprechen. Eigentlich wäre es wahrscheinlich logischer, wenn wir erstmal zum Kloster gehen würden, auch wenn das andere jetzt näher dran ist. Es wäre schön, wenn wir das Richtige hier markieren dürften. Danke. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann auf jeden Fall. Je nachdem, wie lange das Ganze hier dauert, schneide ich das eventuell raus. Weil ich weiß ja nicht, wie lange der... Achso, da ist der Ausgang. Der Teil danach jetzt noch dauert. Muss ich da mal schauen. Entweder nehme ich euch hier die ganze Reise über mit oder sie wird einfach rausgeschnitten, als ob sie niemals passiert wäre. So, wo müssen wir denn hin? Was bist du eigentlich? Ein Fuchs, glaube ich, ne? Da sind diese ekligen Wurmsviecher. Schleim... Keine Ahnung, diese schleimigen Dinger auf jeden Fall. Kommt, Jungs, damit können wir uns jetzt nicht abgeben. Ich weiß, die haben, glaube ich, Gold verloren, aber... Achso, nee. Aber wir müssen jetzt ein ganzes Stück laufen. Bis wir da sind. Oder? Auch nicht? Sieht das so aus, als ob wir bald da sind? Ich bin mir nicht sicher. Was bist du denn hier? Roter Min. Okay. So, und wir müssen durch irgend so ein bescheuertes Event durch, so wie es aussieht. Oh. Ist jetzt euer Ernst? Ihr habt euer Ziel erreicht. Ja. Achso, betretet die Hallen des Klosters. Das andere, ich dachte schon, das wäre jetzt die andere Quest, die ihr mir jetzt zeigt. Eiersack. Nehmen wir doch mal den Eiersack. Ein Haus der Zakarum. Dem Verfall überlassen? Loratna, wie ungewöhnlich von euch zu hören. Euer charmanter Lehrling ist heute Morgen mit ebenso verstörenden Neuigkeiten eingetroffen, hat euch aber nicht erwähnt. Soll ich davon ausgehen, dass ihr ihn nicht geschickt habt?
Bitte kommt nach Orbay, sobald es euch möglich ist. Charmanter Lehrling, so, so. Okay, da müssen wir aber hin. Ist und hier jemand? Nein! Aber Gegner werden da sein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Mord! Mord in der Sakristei! Der Horadrim Elias und ich wollen für den Rest unseres Treffens nicht mehr gestört werden. Es sei denn, Lorath Nahr trifft ein. Sollte er erscheinen, so geleitet ihn unverzüglich in die Sakristei. Ich geleite. Versperrt die Türen! Was ist mit den anderen? Dem Abt? Tut, was ich sage! Hallo? Was war das? Hätte ich vielleicht doch lieber erst die andere Seite machen sollen? Warum liegen hier so viele Leichen? Keiner hat hier was dabei. Alle liegen sie hier und keine. Doch. Kreuzritterschädel. Auf dem Podest. Achso, da oben. Okay. Kann ich da. Naja, unten weiß ich jetzt nicht, aber oben können wir auf jeden Fall rum. Dann gehen wir mal da rum. Das heißt aber dann, dass da auch auf jeden Fall Gegner kommen werden, nehme ich mal an. Oder spätestens, wenn wir den platziert haben. So wie das ja immer so ist. Die nehmen wir aber vorher noch mit. So. Öffnet die Tür! Ja, ich glaube, das tue ich gerade. Hallo? Ist jemand da? Hallo, seh mich nicht. Lasst mich doch einfach mal hier die Truhen in Ruhe öffnen und die Sachen einsammeln, Leute. Ich kann doch nichts dafür, dass ihr zornig seid. Mann. Ich würde hier wirklich alle Ecken gerne nochmal durchsuchen, aber dann bin ich nachher wieder so voll. Die können wir mitnehmen, die sind kein hier auf dem Weg. Horadrim, kein Mann. Ein Teufel. Okay. Da treten wir halt gegen den Teufel persönlich an. Sieht schon mal sehr einladend hier aus. Wir haben den Boden extra schon mal für uns ein bisschen gefärbt. Hallo? Ich gehe aber mal davon aus, dass wir in die Richtung gehen müssen. Also ich würde gerne alles machen, aber ich bin ganz ehrlich. Boah, wieso kommt der nicht einfach dahin? Hallo? Nicht nur gucken, auch schießen. So, Tür. Die bringt uns aber wahrscheinlich nichts, ne? Dachte ich mir schon. Das heißt, wir müssen doch nach oben gehen. Ja, ich würde halt gerne alles so mitnehmen in allen Ecken, aber dann werden wir wahrscheinlich hier über eine Stunde in dem... Warum habt ihr ihn hereingelassen?
einzelne Verliesbarten. Das Archiv von Orbey wurde während der Zeit des Aufruhrs gegründet, um Ketzereien für die Inquisition zu dokumentieren. Seitdem hat das Archiv sich dem Studium alles Bösen gewidmet und ist nur für die frommsten Gelehrten der Zakarum zugänglich. Okay. Nehmen wir mal so hin. Ich habe noch keine Ahnung, bis wo ich hin muss. Bis zum Abend. Hallöchen. Werde ich es hüten. Und dann... Und dann wird's euch übermannen, oder? Seid ihr verwundert? Wo ist der Abt? Der Abt hat die Tür geöffnet. Und der bleiche Teufel grinste. Er hat das verbotene Wissen an sich genommen. Alles ist gut. Ich habe den Weg freigemacht. Könnt ihr gehen? Es gibt keinen Ausweg. Was an Wissen verbleibt, darf nicht fort. Ich werde sie bis zum Abend sicher verwahren und auch in der Nacht, die darauf folgt. Wir müssen das Archiv beschützen. Der war schnell weg. Ich werde mal eben eine kleine Pause machen, weil draußen fährt gerade ein Müllwagen vorbei und bevor ihr gar nichts mehr versteht. Eine Sekunde. So, mein Mikrofon ist zwar sehr gut, was solche Störgeräusche angeht, aber wenn natürlich direkt am Fenster so ein Müllwagen vorbeifährt, dann ist das doch ein bisschen zu viel. Deswegen, vielleicht hört ihr ihn jetzt gerade noch. Ein wenig im Hintergrund, würde ich sagen. Aber er ist auf jeden Fall auf dem Weg, gerade wegzufahren, deswegen... Achso, nee, ich dachte, da kommt man jetzt durch. Lüchen! Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Die können doch nicht einfach hier Tür öffnen. So... Oh, ich liebe den Totenbeschwörer. Achso, da war. So, Moment. Ah, nee, von da sind wir nicht gekommen. Dann schauen wir mal, ob wir hier eventuell weiterkommen. Das sieht gut aus. Das sieht schlecht aus. Das sieht mir nämlich nach Endkampf aus. Oh. Das sieht nach Zwischenkampf aus. Das sieht mir noch Gold aus. So, habe ich euch alle wieder? Ich glaube ja, ne? Geheilt werden müssen wir nicht. Dann schauen wir mal. Ihr, der ihr die Finsternis erfahren wollt, kniet nieder vor dem Licht, sprecht die Worte der Litanei und schultert unsere heilige Bürde. Was auch immer das heißen mag. Müssen wir hier knien? Halt. Im Laufe des Tages habe ich mich darauf vorbereitet, die Bürde des Wissens zu schultern. Achso, findet die Worte der Geheimen... Ah, okay. Eine Statue... Quatsch. Ich werde sie bis zum Abend sicher verwahren und auch in der Nacht, die darauf folgt. Ah, okay. Dann hätten wir jetzt vorher irgendwo noch eine finden müssen. Na, hier zum Beispiel. Am Morgen wurden mir die Augen geöffnet und ich sah die hereinbrechende Finsternis. So, sind wir jetzt gewappnet, dass wir die Tür öffnen können und uns unserem grausamen Ende entgegenstellen können? Am Morgen wurden mir die Augen geöffnet und ich sah die hereinbrechende Finsternis. Im Laufe des Tages habe ich mich darauf vorbereitet, die Bürde des Wissens zu schultern. Ich werde sie bis zum Abend sicher verwahren und auch in der Nacht, die darauf folgt.
Hilfe, wir haben die Tür entflammt. Oh, und alles dahinter. Guten Tag. Ah, hallo. Herr Abt. Abt, wir müssen schnell weg hier. Ihr wisst wahrscheinlich, was kommt. Ich sicher auch. Nein, ich verdiene es zu brennen. Gemeinsam mit dem Rest. Wo ist Elias? Fort. Er sagte, Sanctuarius Untergang stehe kurz bevor und nur ich könne helfen. Er wird ein geringes Übel beschwören. Er hat alles genommen, was er benötigt. Und dann, meine Schüler, er hat sie getötet. Er... Meine Freunde, vergebt mir. Ja, es war so klar. Oh, wie ich das hasse. Jetzt hau doch nicht immer ab, Mann! Yes! Das gesamte Wissen der Menschheit unter den Kindern Lilith verbreitet werden und kein Geheimnis vor ihnen bewahrt bleiben. Und die Lügner und Diebe der Welt sollen vor Reue untergehen. Ja. Ich muss sagen, das war jetzt richtig, richtig geil. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Wie komme ich jetzt hier raus und was mache ich jetzt? Ach, da oben geht's, glaube ich, oder? Geht's hier weiter? Nee. Muss ich hier rausporten? Das kann natürlich sein, aber ich habe doch keine neue Quest bekommen, oder? Ach so, doch, ich habe ja noch die Quest mit... ich habe noch die Quest mit Lorand. Okay, das wäre dann... Moment, ich muss hier erstmal wieder raus. Das wäre dann da oben. Das heißt, dass wir erstmal hierhin wieder zurückreisen. Wenn er denn reisen würde. Es wäre ganz schön, wenn die nicht immer laufen würde, wenn sie reisen soll. Oh Leute, ernsthaft, was ist das immer für ein blöder Bug? So, sehr schön. Es war zwar nicht so besonders lang in dieser Folge, aber es hat doch Spaß gemacht. Und der Endgegner hat mir persönlich sogar noch mehr Spaß gemacht, weil der wirklich gut zu besiegen war. Und ja, man freut sich halt immer wieder, wenn man natürlich auch eine gewisse Stärke erreicht hat. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Lorand wieder. Beziehungsweise ich denke, ja, dass wir von hier aus dorthin gehen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.